direkt wieder Zeit fürs Bett. Ach, ist noch offen. Sorry. In diese Richtung müssen wir. So, dann gucken wir mal. Wieso habe ich jetzt noch Fieber? Man könnte natürlich das hier zumachen. Dann fehlen mir aber noch vier. Ich glaube, das machen wir auch zu. Dann machen wir noch vier und dann machen wir die Ecke zu. Ja, ne? Ja. Nein, das ist schon wieder zu. Ist das denn die Möglichkeit? Gab was noch offen? Dann machen wir uns noch vier Stück. Können wir natürlich auch einfach ein Stack fertig machen und dann schmeiße ich die einfach da rein. Ich glaube, das können wir auch tun, ne? Schiebt der Hund was drauf. Wir machen uns einfach noch ein Stack von den Dingern fertig. Ich glaube, das machen wir auch. Da haben wir noch genug. Muss mal ganz kurz ein bisschen was loswerden hier von dem Zeug, weil ich sowieso nicht brauche. Redst du auch noch mal weg? Ach, könnte sein, dass ich noch für Lampen brauche. Das schmeißen wir erstmal hier rein. Die Pfeile können weg. Hat sich ja erstmal erledigt. Die Wolle kann auch erstmal noch kurz hier rein. Wieso habe ich eigentlich eine Workbench hier drin? Ach, die habe ich halt abgebaut, genau. So. Papier. Wie viel brauche ich denn jetzt eigentlich davon? Oder soll uns das reichen? Ich aufteile mit Holz. Wie viel sind das in 21? Da habe ich noch ein Buch über. Das ist natürlich wieder scheiße. Da kommt noch 3 Stacks Leder. Ne, 2 Stacks. Noch 2 Stacks Leder. Schnauze. Voll genug ist es. Nehmen wir einfach mal mit. Wenn wir sowieso gerade wieder hier sind, brauche ich ja eh. Da geht immer ganz schön die Framerate runter. Stehe ich gar nicht. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Im Backpack habe ich nichts mehr. Nein, gut. Das packen wir erstmal weg. Sortieren wir erstmal. So, ich brauche erstmal 1, 2, 3. Nochmal 1, 2, 3. Dann hauen wir mal ganz kurz hier die Workbench in die Ecke. Dann brauche ich mich nicht rauflaufen. Halt, falsch. Ich habe ja noch 12, ne? Scheiße, 2 zu viel. Nee, Quatsch, stimmt doch gar nicht. Ich müsste einfach nur 4 Stücke wegnehmen. 1, 2, 3, 4. Ist doch viel einfacher so. So.
Dann machen wir so. Und dann machen wir da gleich nochmal hier. Jetzt brauche ich natürlich noch Tropenholz. Habe ich jetzt 1, 2. Da könnten wir noch, warte mal. Ach, leck mich doch an die Füße. 1, 2, gut, viel zu wenig. Das heißt, ups, ich nehme mit. Na, nein. Nur geht schneller. Ich husche nochmal nach oben. Nächstes Mal muss ich auf jeden Fall Tropenholzbäume abholzen. Die sind nämlich bestimmt auch schon wieder gut gewachsen. Zombie? Zombie? Wo ist hier ein Zombie? Hä? Ich hatte gerade einen Zombie hier auf meinem Radar. Da habe ich jetzt gesagt, wie viel brauche ich noch? Vier Stacks. Vier Stacks. Dann wäre im Prinzip einen von denen komplett umgewandelt. Dann habe ich meine vier Stacks. Gut. Dann brauche ich nämlich keine Gedanken mehr machen über Bücherregale. Die mache ich mir nämlich dann einfach. Gut, dass ich so viele Kühe immer geerntet habe. So, wenn ich jetzt Bücherregale brauche, habe ich immer noch ein paar auf Tasche. Und dann kann ich sie wegholen. Da braucht man nicht immer überlegen. Was man hat, hat man. Und wir werden bestimmt noch mehr brauchen. Das war mal für die Bibliothek, braucht man jetzt mal halt mal ein paar viele. Da, sieht doch wunderbar aus. Dann kann man in der Ecke hier noch vielleicht auch noch so eine kleine Sitzgelegenheit reinmachen. Vielleicht machen wir noch irgendwo welche hin. Man könnte natürlich auch einfach die Ecke hier zumachen. Jetzt so als Beispiel. So. Ne? Dann werden nämlich auch wieder so ein bisschen versteckt. Das gleiche kann man nämlich dann auch hier machen. So. Wunderschön. Kann man hier auch machen. Dass man das hier so ein kleines bisschen rauszieht, dann hätte man hier auch so eine kleine Ecke. Mal kurz gucken. Okay, passt noch. Dass man jetzt hier so ein bisschen rausgeht. Ne? Weg mit euch. Mit euch auch. So dann. Ne? Hier. Könnte das natürlich auch aufschließen lassen zu denen. Dann ist nur die Frage, wenn ich das jetzt hier zumache, ob das dann noch hell genug ist. Den kann man da reinkloppen. Ja, hell genug ist es noch. Gut. Das ist nämlich so ein kleines bisschen verwinkelter hier. Kommt ganz gut. Gut, dass wir genug Bücherregale gemacht haben. Da müssen wir nur noch später dann gucken, wie wir das auskleiden. Mit ein paar Sitzgelegenheiten in den Ecken noch. Und hier könnte man auch noch so einen schönen in die Ecke machen. Komm, verliere ich gerade. Dass wir das hier zumachen. So. Mal ganz kurz weg hier. Ja, gut, dass ich so viele Bücherregale gemacht habe. Hell genug ist das sowieso. Da ist der Glowstone ja noch.
könnte das natürlich auch hier zumachen. Wäre natürlich blöd. Du kannst hier nicht mehr durchlaufen. Du müsstest nämlich hier lang laufen. Aber dann hätte man hier wieder so eine getrennte Sitzgelegenheit vielleicht. Komm, das machen wir auch. Nein, ich habe keine Bücherregale mehr. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ihr habt keine Bücherregale mehr. Kommt auch noch weg. Ey, jetzt muss ich tatsächlich noch Bücherregale machen. Nein! Verdammt! Nochmal ein 64er-Stack. Das auch wieder zu. Ich finde die Abkürzung richtig cool. Dann machen wir uns nochmal ein 64er-Stack. Ist es denn wahr? Ist es denn da? So, jetzt brauchen wir noch jede Menge Zuckerrohr wieder. Und zwar 9 Stück, 9 Stacks. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Komm, dann machen wir eben hier. Leder. Schon haben wir wieder Platz im Inventar gleich. Wieder nur gleich voll gemacht von den ganzen Holzstämmen, die ich jetzt nämlich mache. Einmal. Müsste passen. Na komm schon. Das brauchte ich jetzt gerade nicht. So. 64 Bücherregale. Oh, leckt mich doch. Ich könnte einmal kurz runtergehen und gucken, was unsere Pilze machen. Da war ich jetzt auch schon ewig nicht mehr. Was war hier nochmal? Ach komm, das ernten wir mal eben kurz ab. Aber ich glaube, die Kürbisse, die brauche ich glaube ich gar nicht. Die Melonen meine ich. Ja, die brauche ich nicht. Haben wir schon genug. Lassen wir mal erstmal da Melone sein. Kürbisse wollte ich ja abwenden. Halt, stopp. Gut. Wächst und gedeiht. Sehr schön. Kann ich die nämlich mal kurz wegbringen. Nächstes Mal werden wir auf jeden Fall Holz erstmal wieder Tropenholz abholzen. Also bringen wir das jetzt nicht weg. Wir gehen erstmal sofort in unsere Bibliothek. Bringen nur die Bücherregale an. Ich wollte ja eigentlich noch Teppich dahin machen, ne? So, schon haben wir die Ecke auch. Man könnte natürlich auch darunter als Bücherregale machen. Ist halt nicht hier so, ne? So zum Beispiel.
Ja. Ist okay. Kann man so lassen. Könnte natürlich auch die Lampe wieder wegkloppen. Aber das wäre ja blöd. Bleibt so. Hell genug ist es. Gut. Verwinkelt ist es gut genug. Da kann man auch ein paar Sitzgelegenheiten hinmachen. Hier so, da muss natürlich nichts hin. Die könnte man wegmachen gegen Steine austauschen. Aber, ne, muss nicht sein. Die Sitzgelegenheit, die ist sehr schön. Und sagt ja mal ein rosa Teppich. Wo haben wir den? Da. Man könnte jetzt natürlich da noch was hinmachen. Ne? Obwohl, ja, ich glaube, wieder zu viel ist gut. Und man geht jetzt hier noch entlang. Eigentlich müsste ich den ganzen Boden eigentlich aus Teppich machen. Ich glaube, das machen wir auch, oder? Zumindest immer so an den Bücherregalen entlang. So, hier so. Ich überlege gerade. Wäre eigentlich nicht verkehrt, aber mit dem Muster sieht auf dem Boden natürlich auch gut aus. Ach, das ist alles wieder... Überlegung, Überlegung. Komm, dann machen wir erstmal weg hier. Das muss auch nicht sein. Da kommt dahin, wo die Tische sind, da kann man das machen. Da ist dann Teppich. Was ist denn, wenn ich... Wo sind denn meine Sitzgelegenheiten? Hier sind die. Wenn ich das jetzt so wegmache und mache den so dahin. Dann kann man da natürlich nicht wieder reinrutschen, ne? Aber sieht vielleicht besser aus. Dim, 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 dim. Ne, wir machen das hier in der Ecke. Genau. Damit man hier nicht rausrutschen kann. Da kommt das nämlich dann so. Und hier ist dann offen. Dann kannst du... Ups. Dann kannst du nämlich nur von hier aus da durchrutschen. Obwohl das natürlich dann auch wieder blöd wäre. Nein. Hast mich überredet. Wir lassen es so. Egal, sprach Zeus. Denn wir werden das jetzt erstmal hier unterbrechen. Den Rest auszustatten und zu... wie nennt sich das jetzt? Bestühlen. Sag ich jetzt mal, machen wir in der nächsten Aufnahme. Ich werde jetzt mal zu meiner schönen Ecke hier gehen, die wir zuerst gemacht haben. Ja, genau, so, ja, so. Hier so. Hier so, hier so, hier so, hier so, hier so. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, sturmfrei. Nicht so wie bei uns heute. Morgen soll es ja auch nochmal richtig abgehen. Mit Schnee und allem, was dazu gehört. Das sehen wir ja dann. Ich wünsche euch was. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.